Herzlich willkommen bei mir, The Rocks, mit Let's Play Skyrim. Ja, hallo Serana, wir wissen, du bist auch da. Wir waren gerade auf dem Weg in unser neues Häuschen. Nicht Flusswald, nein, Haus Seeblick. Um unser Zeug mal eben loszuwerden. Ja, und das war's auch schon. Und nur am Überlegen, sortiere ich es schon oder schmeiße ich es einfach in die erste Kiste rein, die ja auch schon langsam anfängt, langsamer zu werden durch die ganzen Zutaten, die ich mitunter da reingeschmissen habe, obwohl ich unten extra den Rucksack dafür habe, im Keller. Aber da soll es auch nicht bleiben, ist auch nur ein Zwischenlager, bis das ganze Haus mal fertig ist. Dauert es aber noch eine Weile, die ganzen Materialien müssen noch beschafft werden. Bin immer gespannt, ob hier irgendwas auf dich lauert. Ah, ich will es gar nicht rausfinden. Schnell rein. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn man reingeht, während man angegriffen wird, ob die dann einem nachher ins Haus folgen. Ja, hier haben wir ja noch nicht so viel. Unsere schöne Truhe. Da packen wir jetzt erstmal den ganzen Mist rein. Ihr merkt, es dauert schon etwas. Dann versuche ich mal etwas schneller, aber... Weg, weg, weg. Aber die Kiste ist voll. Voller Zeugs. Die ganzen Tränke. Den der Stärke nehme ich mal mit. Denn ich glaube, wir könnten ihn gebrauchen. Ja, die ganzen Zutaten. Packe ich jetzt einfach hier in die Kiste. Obwohl, wir gehen gerade mal in den Keller. Denn wir haben das ganze Zwergenmaterial und daraus können wir direkt die Barren machen. Wir haben noch Erze, andere Barren. Dann packe ich die direkt in die Tresore rein. Dann brauche ich beim nächsten Mal nicht zu suchen. So, zuerst an die Schmelzhütte. Da machen wir Metallbarren, und zwar zwergische. Und nicht gerade wenig. Alles klärchen. Machen wir aus dem restlichen Erz auch noch die Barren. Verkalkung. Nur Eisen lassen wir mal im Rohzustand. Wir wissen ja nicht, ob wir noch... Ja, wir brauchen ja noch mehr Stahlbarren. Jetzt muss ich gerade überlegen. Hier waren die Barren drin. Ja, dann sehen wir mal. Das haben wir jetzt mitgenommen, obwohl wir es gar nicht brauchen. Barren. Ich will Barren. ...47 Metallbarren. Zwergische Metallbarren. Nicht schlecht. Ebenerz, Eisenerz, Golderz, Malachiterz, Schreibfeder. Wo kommt die Schreibfeder her? Silbererz. Oh, hier haben wir das schöne Zeug. Die Amethysten. Granitsteine. Die Sterne würde ich auch gern loswerden. Was war hier nochmal drin? Ah. Bauschutt. Oder Bausachen. Und die Drachenknochen. Dann noch das Leder. Und oben noch die Bücher. Plus die Seelensteine. Und dann können wir auch wieder zurück zur Höhle. Mussten leider diesen kleinen Zwischenstopp einlegen.
Bücher, alles weg. Ah, das Metall packen wir jetzt auch mal da rein. Kann man auch später noch wegschmeißen. Genauso wie die Feder. Gut, 120. Jetzt habe ich die Zutaten wieder mitgenommen. Meine Güte, ich sag noch, ich schmeiß die unten rein. Seht ihr mal, gerade durch eine... Kennt ihr auch dieses Phänomen, man geht durch eine Tür und vergisst dann, was man wollte? Ich habe das leider viel zu häufig. Ich gehe auf der Arbeit ins Kühlhaus und zack. Stehe ich im Kühlhaus und weiß nicht mehr warum. Kommt schon. Das passt noch alles in die Kiste. 105. Selbst wenn ich mir die Zahl jetzt merken würde, bezweifle ich, dass wir sie beim nächsten Mal erreichen, weil wir wieder irgendwas aufgesammelt haben, was zu einer Quest gehört und was sich dann nicht ablegen lässt. Und das ist der Schildbrecher, wenn ich mich recht entsinne. Den kriegen wir auch ganz, ganz später durch eine ganz, ganz coole Questreihe. Und es lädt, lädt, lädt immer wieder, nur zu lang, 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 da sing ich Lieder, 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 Lieder und die klingen auch noch schief, iiiiiv. Dieser Adler, dieser Schatten da am Boden. Zurück nach Alftand. Ja, den großen Viechern begegnen wir auch noch. Bisher finde ich sie relativ harmlos, also sobald man schön außer Reichweite bleibt. Aber im Nahkampf möchte ich denen nicht unbedingt jetzt begegnen. Gut, wir sind wieder bei Alftand. Wir nutzen wieder die Abkürzung. Hüpf. Das wäre es jetzt gewesen, so schön dran vorbei und tot. Und wieder einer dieser lange Ladebildschirme. Auch noch ohne Text. Ich wüsste gern warum. Jetzt sind wir aber wieder drin. Und versuchen hier so schnell wie möglich wieder durchzurennen. Eigentlich müsste man das Wasser einfrieren können. Also sprich, steht ein Gegner drauf, friert er ein. Das wäre mal cool. Gut, hier war die eine Zwergenspinne. Und hier können wir auch direkt wieder die Abkürzung nehmen. Und fahren wieder nach unten. Ich wollte es erst vorlesen, aber nein. Das klingt einfach nur schrecklich. Und es lädt, lädt, lädt. Oh, nett. Geister. Geister, die bluten. Weibliche Geister. Geht's jetzt auch weiter? Die hatten mal Gandhi durch die Tür, aber nicht mit dem Hammer, mit dem Bogen. Wollen wir doch mal schauen. Ein Fall mal, noch ein Fall mal, Spinne.
Wo ist denn der Fall jetzt hin? Und wir sind eine Stufe aufgestiegen und der Fall mal soll mir wegbleiben. Ich mag die nicht mit Schild. Denn die halten schon wieder ein bisschen mehr aus. Ja, wir sind ein Level Up, dann nutzen wir das mal. Und gehen mal einen Punkt auf Gesundheit, denn wir haben schon mehr als genug Ausdauer. Und die Talente, ja, schauen wir mal an. 63, wir brauchen 70. Den Punkt behalten wir mal. Ist ja auch immer mit sich rumschleppen. Warum hat die Spinne Gold? Für den Spinnendealer. Na, das hier war mal ein Skeever. Ist jetzt eingepackt. Zum Mitnehmen. Schön handlich. Ja, da rollt es vor sich hin. Wenn ich noch hier eine Truhe irgendwo. Aber hier noch irgendwo was? Ich weiß nichts. Boah. Sirana. Was war denn hier? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben nichts gefunden. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich habe eigentlich eine kleine Truhe oder so erwartet. Vielleicht hier. Oder auch nicht. Eine ganz unauffällige Falle. Ja. Puff. Vielleicht baut sich ja neu auf, aber kann Gott sei Dank nicht ein zweites Mal aktiviert werden. Wo ist der Fall mal denn jetzt kaputt gegangen? Meine Güte, hier oben. Ist er gegen die Wand gelaufen. Wer wird denn hier irgendwo was? Leute, täuscht mich nicht. Schon wieder nichts. Ja, dann gehen wir mal nach der Kathedrale von Alftand. Viele Dampfanimunkuli bleiben lange aktiv. Munkuli erinnert mich an Fullmetal Alchemist mit den Homunkulis. Das ist eine andere Geschichte. Ah, das ist der Raum. Schauen, ob ich das von früher machen kann. Vorne seht ihr ja einen Falmer. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der hin ist. Hier muss aber doch irgendwo was sein. Ich meine, hallo. Ich gehe hier gerade in die äußerste Ecke. Ich finde nur einen Trank. Nur ein Trank. Ich bitte euch. Muss doch irgendwo was sein. Ne, Trank. Sonst nichts. Ich will keine Plattform berühren. Was kann der Kollege hier gerne machen? Wer ist da? Was hätten wir geschafft? Ja. Oder auch nicht. Zwei Pfeile reichen ja. Zumindest bei der Sorte. Hui. Da war ein Farmer gerade, der lief hier vorne dran vorbei. Wir locken die mal. Wir haben zwei.
Eine trägt sogar noch einen Magierstab. Und Serana muss natürlich wieder vorbrechen. Ja, das gerade war, ich dachte, ich hätte einen Pfeil gezogen und wollte in die Slow-Motion-Perspektive wechseln. Da müsste jetzt noch was kommen. Nehmen, 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 nehmen. Alles nehmen, nur nichts geben. Na, wo ist der Fall mal hin? Hier haben wir schöne Schimmerpilze. Kann man schon mal nicht mitnehmen. Da haben wir eine Ratte gehabt. Hier drum. Dort ist nichts. Ich frage mich gerade auch. Ein Beckenknochen und ein paar Rippchen. Hm. Na, schau, Eier. Fuß! Ja, die stecken gerade aneinander. Ich nehme mal den Pharmabogen mit. Denn ich weiß nicht, ob ich schon einen habe. Ist hier noch einer? Nö. Skeberschwänze. Nimm mal einfach mal mit, komm. Wir haben jetzt gerade wieder neuen Platz geschaffen. Soll der Geiz. Und die Truhe noch knacken. Schauen wir mal, müssen wir die Truhe zweimal antippen. Ja, den Helm, den könnt ihr behalten. Der hat noch das zweimal schwer, das nehmen wir auch zweimal mit. Falls wir es noch ein zweites Mal sehen. Blümchen. In diesem Fall Pilzchen. Noch eine Truhe. Hm. Eben gar nichts gefunden und jetzt so viel. Na, Serana. Was haben wir hier? Oh. Scheinbar einfach nur ein Weg. Ich würde jetzt am liebsten sagen nach oben, aber hier geht's nicht weiter. Kann man nicht mitnehmen. Sehen etwas unnatürlich groß aus. Was ist denn das hier? Na, wir hüpfen halt wieder runter. Das weiß ich gar nicht. Wir kamen von unten, also müssen wir nach oben. Alles klar, da ist ein Hebel, hier ist eine Truhe. Die sind nett. Viel mehr tragen können. Und Pilzstiefel, ja. Oh, noch eine Truhe. Echt, also die ganze eben in den Räumen nichts gefunden und jetzt werden wir hier überschüttet. Mit Geschenken. Sesam, öffne dich. Es kommt nichts. Serana kommt auch nicht, weil sie zu blöd ist, den Weg zu benutzen.
Alter Brunnen. Ah. Ich habe eben noch von diesen Dingern da gesprochen. Ein Zwergenzentauro. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, der Dampf macht Schaden, wenn man zu nah dran ist. Ich treff's nicht. Wah. Wah, 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 wah. Geh weg. Boah, und der Schaden ist nicht gerade wenig, wie ihr merkt. Boah, schnell Zaubertrank rein. Besser ist das. Ding kommt die Treppe hoch, Treppe hoch. Wai! Springen da wohl weg. Na, eine Vorschnaufpause. Dein Untergang. Ausgedampft. Da ist das Vieh. Elfenpfeil. Brauchen wir nicht. Der Schlüssel. Ein Centurio, Dynamo-Kern, achso, und das zweite Öl nehmen wir auch noch mit und das Dwemer-Metall auch. So, wo ist, da ist Serena, Serana. Serena, am besten noch Sirena. Und gut. Gold, Zwergenschwert der Flamme, haben wir auch eine Truhe? Nö. Eine Sitzbank. Hier noch eine Truhe. Ein Trüchen. Aber viel mehr drin als in der anderen. Schlossknackenhalskette. Die haben wir nämlich einen kaputten Centurio. Hier sind wir. Truhe Lehrling. Einfach mal alles mitnehmen. Was haben wir auf der anderen Seite? Nichts. Gut. Beim nächsten Mal gehen wir dann durch dieses Tor und schauen, was passiert. Bis dahin sage ich Ciao!